Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Miss Survival. Jetzt weiß ich nicht, ob der Nebel noch da ist, weil gestern haben wir ja rasch gespeichert und sind ausgeloggt und heute... Und heute ist der Nebel noch da. Ich habe wirklich schon geglaubt, der ist weg. Oh, schön. Schön. So, meine Lieben, wie kriege ich jetzt die fiesen Zombies her? Und wo sind meine Geisel? Hallo? Ja, da hinten ist einer. So, ich bin sehr müde. Ich werde mal rasten. Sagen wir mal so. Okay, das baut sich nur ganz langsam auf, der Balken im Sessel. Das ist eigentlich gar nichts, ist das. So. Na, da hat er mich aber erschreckt, hat er mich. So. Komm, irgendwie, wir machen das asynchron. Komm, wir müde dich. Siehst du, wie gut das gehen kann? Da hinten. So. Okay. So, Nebel funktioniert, aber da hätte ich jetzt gerne meine Pistole. Eigentlich. So, weil mit der Pistole würde ich jetzt so einen Schuss abgeben. Und dann würden alle... Schon wieder asynchron. Komm. Nein. So. Hey. Au. Sag mal. Der hat... Und ich schieße auch noch daneben. Ach ja. So. Einmal noch. So, das mit der Müdigkeit und so weiter ist natürlich... Hätte ich gerne weg. So, sehr gut. So, er zuckt noch. Habe ich den Speer falsch... Oh ja, Leergut. Oh, Salz. Das ist super. Und da kommen sie wieder raus. Okay. Da kommen sie wieder raus. Man sieht so stark, finde ich, dass Rachel überarbeitet wurde. Und Kate nicht. Man, Kate hat einen total relaxten Gang. Aber. So, wir schauen mal, wie weit sie gekommen ist mit dem Zeug. Oh ja. Oh ja. Da, 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 da. Danke, Kate. So, wir haben hier das da. So, dann haben wir hier noch wieder unten genau das hier. Da, 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 da. So, wir brauchen Federn. Federn. Ja. Und ja. So, Federn und Federn. Ach, geht. So, und wir brauchen natürlich Stöckchen. Wir brauchen Stöckchen. Auch schon langsam machen wir aber viele Stöckchen. Müssen wir wieder aufheben gehen. So. Also. Wenn wir jetzt hier... Ach so, nein. Falscher Tisch. So. Wir brauchen die da. Zuerst brauchen wir natürlich Stöckchen. So. Wir stellen uns da her. Wir brauchen Stöckchen. Da, 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 da. Wow, wie die Zeit vergeht. Es ist schon wieder 14 Uhr. Wir haben jetzt genug Stöckchen. Super. Das heißt, beim Nebel gehen sie rein, machen die Tür zu, aber bei den Nagern nicht. Warum auch immer. So, Workbench. Endlich. Ich meine, die sind teuer, finde ich. Also teuer, aber... So. Dann haben wir da mal 10. So, wir brauchen mehr Federn. Gott sei Dank haben wir ja noch Federn. Boah, da müssen wir wieder suchen gehen. Und ich dachte, mit den Federn kommen wir jetzt ewig aus. Ewig. So. Da, 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 da. Wahnsinn, 2 Stunden 30. Aber wir müssen dann eh schlafen gehen.
weil wir relativ wenig geschlafen haben die letzte Nacht. Ja, weil gestern habe ich mich ja dumm und dusselig gerieben. Dehydriert? Kann gar nicht sein. Wegen dem bisschen da. So. Da, 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 da. Und wir drehen nochmal das Licht auf. So, Federn fertig. So, Stöckchen. Die normalen Sticks legen wir da rein. Das ist ein Basic Arrow. Okay, den lassen wir mal. So, wir machen mal so, wir machen mal so, wir machen mal so. Hehe. Sieht doch gleich besser aus. So, dann haben wir hier normale Wooden Arrow. Da legen wir den dazu, den dazu, den dazu, den da und den da. So, und dann haben wir die da. So, da oben haben wir normale Muni, aber da, das ist voll. So, jetzt müssen wir nochmal schauen. Fleisch will ich mal eins mitnehmen. Die Sachen will ich noch wegräumen. So, und wir werden das Thema Festungsbau natürlich angehen. Ich komme eh nicht umhin. Da, 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 voll. Jo, voll, jo. Voll, jo. Oh Gott. Baseballschläger. Ich habe gerade überlegt, ich werde noch ein Fleisch zum Schlafen gehen mitnehmen. Das werden wir im Bett verknuspern. So, Leergut. Das gute, gute Leer. Bist du fertig? Wahnsinn! Ja, toll! Oder? Ist doch toll! Ja, super! So, dann lassen wir nämlich da gleich wieder was durchlaufen. Das müssen wir uns angewöhnen, dass wir das öfter machen. So. Da, 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 da. So, wir brauchen Zucker. Da brauchen wir Zucker. Da, 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 da. So, Kübel. Und super. So, sehr gut. Und los geht's. So, dann nehmen wir das gleich mit nach oben. Wobei oben haben wir auch Wohntextilien. So, egal. Egal, wir nehmen das mit auf. So, Platine kann ich dabei schon wegräumen. Was wir für Platinen haben da. So. Den Kübel, der kommt da in den Koffer. Alles vorbereiten für die Nachtruhe. Die Axt können wir ruhig in der Hand belassen. Das ist okay so. So, sehr gut. Oh ja, sehr schön, sehr schön. So, so. Die da, ihn hier. Ich meine, ich deine Pistole immer mitnehmen. Ich weiß es nicht. So. So, und jetzt würde ich sagen, wir schlafen endlich mal. Endlich schlafen. Sonst waren wir 24 Stunden munter. Nein, nicht so lang. So. Wir schlafen mal, bis die Nager kommen. Ja, ja. Haben wir Nager gehört. So, wir schlafen 6 Stunden. So, sehr gut, sehr gut, sehr gut. So, das Licht kann man abdrehen. So, jetzt werden wir auch schnell was essen. Und zwar würde ich das da essen. Ja, ich weiß, ich könnte es einsalzen. Und dann hielte es länger. Ja. Super, wir haben endlich Metallpfeile. So, ich hoffe, dass... Heiß Gott. So, ich hoffe, das wirkt dann auch gleich besser mit den Metallpfeilen. So, da haben wir noch hängen. Ja, und das sieht doch nicht schlecht aus. So, wir nehmen das Trockenfleisch ab hier. Da, 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 da. So, und wenn wir jetzt das Trockenfleisch abgenommen haben, werden wir das andere, dieses hier, einsalzen. Machen wir aber trotzdem zu, oder? Scott, bist du meiner Meinung? Danke. Hi, Rachel. Kate. So, die haben einen ganz schön großen Radius eigentlich. So, ich brauche Salz. Ja. Salz. Gib Salz. So. Nö, nicht in den, sondern natürlich in den großen, coolen Kühlschrank.
So, da, die, alle einheitlich und der gehört da auch noch dazu, der gehört da auch noch dazu und die da unten rein. So, jetzt haben wir zwar keine Steaks mehr, macht aber nichts. So, weil, da, sag ich doch. Ja. So, das craften wir mal schön weg. Das Salz können wir gleich wegräumen. Oh, da läuft mir das Wasser im Mund zusammen. Rohes Fleisch. Gepökeltes rohes Fleisch. Hi. Ihr habt Spaß, oder? So. Oh nein, da. Aufhängen wollte ich. So. Da. Und das kann ich hier ganz gemütlich abhängen. So. Gut. Dann würde ich sagen, weil wir gerade hier stehen, nö, der hier. Ja, mit zwei. Da. Jetzt sind sieben Bandagen, genau. Weil ich noch viel vorhabe. Moment. Die Spitzhacke ist fast down. Sie ist down, sie ist down. Oh, ich habe so viel Freude mit euch. Oh, und da wächst auch schon. Ah, ist das cool? So, Reparaturtisch. Hier. So. Place to see costs. Okay. Wollen wir das machen? Was kostet eine neue? Ich glaube, eine neue ist nämlich. Ich schau mal hin. Hi, Kate. So. Ich glaube, eine neue ist günstiger. Also von Insgesamtkosten. So, wir holen uns da mal Brettchen. Das war ja Scott, der da so brav gearbeitet hat. Da. So, und jetzt brauche ich das Erz. Ich will aber das Erz. Das hab ich ihr. Das ist natürlich jetzt schlecht. Dann muss ich wieder einschmelzen. So, und zwar. Ja, jetzt reicht's aber. So. Ja, weil ich noch viel vor habe. So, da waren die guten Heidelbeeren am Boden. Nö. So, ich möchte gerne das da und das da und das da. Und da möchte ich gerne viele davon. So, weil ich brauche eine neue Spitzhacke. Auf jeden Fall brauche ich die. Ja, so. Und irgendwann gehe ich da aufs Dach und hole diesen einen Ding runter. Nachher dann. Wenn es soweit ist. So. Die Wohntextilien. Hi Scott. Das Herumrennen und sortieren. Sorry dafür, aber. So. Ich nehme die Hälfte. Und die andere Hälfte nicht. Okay. So. Jetzt schauen wir mal kurz. Ja, das ist gut. Da. So. Ja, es muss sein, glaube ich. Es muss einfach sein. Da. Wow. So, wir haben zwar Fleisch, das jetzt neues Fleisch, das jetzt abhängt. Und auch welches im Kühlschrank. Aber ich möchte dort den Bärenspot. Außerdem kommt dann eh der Nebel. Oh, ein Zombie. Da gehe ich gleich in den Kofferraum. Wenn ich einen Zombie sehe, ist es ein Reflex. Einen Vorschlaghammer in der Hand zu nehmen. So. Da. Nö. Nein. Okay, auf den kann ich nicht drauf. So, also würde ich gerne Holz holen und wir schmelzen derzeit so viele ein. Holz holen, einen Bären holen. Nicht, dass mir da einer einen Bären aufbindet. So.
möchte ich gerne einen Bären holen. Und zusätzlich sind von den Teilen natürlich einige jetzt weniger. Aber wenn ich keinen Bären finde, ist nicht so schlimm, weil es hängt ja frisches Fleisch ab. So, dann haben wir wieder genug Trockenfleisch. Also genug, aber dann haben wir wieder Trockenfleisch. So, ich bin einigermaßen froh, dass man die drei überaus witzigen Damen und Herren nicht versorgen muss. Das wäre super, weil wenn die Autos schon zerschlagen werden, dass man einen Teil aus dem Auto bekommt, also, was weiß ich, eine Batterie, einen Motor, einen Reifen, eine Zündkerze. Manchmal, ganz selten, gibt es ja eine Zündkerze. Da freue ich mich immer, aber wir haben schon echt viele Zündkerzen und das wäre echt, das wäre eine feine Sache. So, wenn es denn gäbe, den Motor oder sowas. Oder die Batterie oder eine Reifene. So, weil es wird ja, so wie es geplant ist, geplant war, und so wird es ja wieder sein, Abnutzung. Ja, und somit brauche ich ja die Teile wieder. Gut, ist auch eine Möglichkeit, ich kann die Teile selber herstellen, aber ich zum Beispiel, ich wüsste jetzt nicht, wie ich einen Motor produzieren soll. Also sicher ja, sicher tolle Sache mit Motor und so. Man kann ja dann nachschauen und die Teile und das kann man alles fertigen. Ja, und im Internet findest du, wie das geht. Ja, klar, in der Zombie-Apokalypse, ohne Strom, kann ich natürlich im Internet mir nicht ganz das aussuchen, was ich mir sonst aussuchen würde. Und daher muss ich auf das Wissen zurückgreifen, was mir sowieso bleibt. Was ich sowieso habe, was ich mir sowieso angeeignet habe, schon vor der Apokalypse. Apokalypse, Abo. So. Ja, und dazu gehört also zumindest bei mir definitiv nicht: Stell einen Motor her, mach eine Batterie. Mach eine Zündkerze. Los, Zündkerze. Nö. Also, ist nicht meine Fertigkeit. Da, 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 da. Und ohne Internet völlig aufgeschmissen. Ich meine, man könnte das dann so machen, dass man sagt, man findet hier Bücher. Aber wer liest schon noch? Man findet Bücher, in denen dieses Wissen drinnen steht. So, und das kann man sich dann aneignen, weil man ja die Bücher dazu gelesen hat. Mit guten Bildern, mit Abbildungen, mit Text auch und so. Spiegelung vom Hammer. So, das ist natürlich auch eine Möglichkeit. Ob das zählt, ich weiß es nicht. Das meine ich jetzt zum Beispiel. Habe ich jetzt bekommen? Eine Zündkerze. Wird's neblig? Oh, ich habe da schon Verfolgungswahn. Eine Batterie, super! Okay, jetzt fehlt mir nur noch die Motoren, die gelegentlich droppen. Und natürlich die Reifene. Reifene. Da brauche ich doch die Reifene. Da waren wir aber drin. Da waren wir nicht drin. 0,4... Nein! 0,24. Naja. So, aber immerhin mühsam, aber es ernährt sich das gute Eichhörnchen. So, wie viel Platz haben wir denn noch? Ja, geht sich aus so. Da, da, da. Gut, den Bären konnten wir jetzt nicht fangen, um ihn zu rendern. Das ging nicht. Aber. Aber dafür haben wir tolle andere Sachen gefunden. Da, 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 da. Zum Thema Umweltschutz. Motor immer anstarten, abstellen, 2 Meter fahren. So. Da, ein Ästchen, auch wichtig. Oh, das zahlt sich jetzt aber schon aus. So, Phil? Wo ist er da, Phil? So, alles in allem, natürlich, woher beziehe ich das Wissen? Und daher finde ich es ganz gut, dass sie hier droppen. Motoren hätte ich gerne mehr. Oh ja, eine Batterie. Okay, ich nehme einiges zurück. Also nicht das mit dem Wissen. Wissen aneignen. Und woher habe ich das? Weil, ja, ist alles toll.
Jetzt droppen die Motoren. Ich freue mich. Kann sie verwenden? Ich weiß jetzt nicht, wie ich einen Motor einbaue. Ja, da kann ich es mir, wie soll ich sagen, selber lernen, selber aneignen, weil ich habe ja, ich sehe ja, wie der alte Motor verbaut war. Und wenn der neue Motor ungefähr ähnlich aussieht, kann ich ja versuchen, den so anzuschließen. Wenn aber jetzt kein Motor drinnen ist, wie in den Autos, die hier überall rumstehen, also wenn sie noch überall rumstehen und so, dann weiß ich ja nicht, wie das ansonsten verbaut ist. In die Kofferräume legt wohl niemand mehr was rein. Was sind das für asoziale Zombies? Von was soll ich leben? So. So, da schauen wir da vorne noch. Oh. Haben wir diese ganzen Autos nie ausgeräumt? Nie? Das ist heftig, oder? Da, 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 da. Da, 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 da. Oh, ein Blatt. Super. So, in die Kästen legt ja auch niemand mehr was rein, oder? So, wir sind da aber gleich durch. Alles in allem, nochmal zu dem Thema. Ja, ich weiß, ich gebe jetzt keine Ruhe. Gib Ruhe damit. Ja. Ja, ich weiß, es gibt genug Leute, die wissen, wie man einen Motor einbaut. Die wissen, ja, was ein Spengler zu tun hat, was ein Elektriker zu tun hat, ein Installateur und so weiter. So. Aber ich glaube, es ist bei der Vielfalt der Dinge, die insgesamt zu tun sind, die insgesamt vorzuhalten wären, nicht möglich, dass einer all das weiß. Alles. Also, ich jetzt hier, der Gestrandete, mitten in der Zombie-Apokalypse, bis auf die Bandits, der letzte Überlebende. Oh, keine Components. Der letzte Überlebende. Ich weiß nicht, ob ich jetzt der Installateur, Elektriker, nicht. Spengler, Mechaniker, ob ich das alles abbilden kann. Bin mir da gar nicht sicher. Es sieht nach Regen aus. Ah ja, Regen gibt es gar keinen mehr, oder? Nebel, aber kein Regen. Ja, was haben wir da heute? Eine Philosophenfolge offenbar. Da, 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 da. Oh, der Bär, der Bär, der Bär! Der Bär! Hallo? Nein, nicht so weit! Ich muss dich doch... Oh! Ach komm! Ui, 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 ui. Nein! Ja, ja, warte, warte, warte. So. Einmal aufstehen. Bitte. Ja, und. So, eins. Zwei. Super. Vorher haben wir immer vier gebraucht oder so. So, der erste ist da. Nö. Nein, ich will den. Oh, super. So, wir batschern den ganzen Tag. So, vorher, die Pfeile müssen unbedingt zurück. So, add arrows hier. Danke. So, und bevor wir da weitermachen. Components, ja, danke. Dann haben wir hier die da. Sind es die da? Ja, es sind die da. Dann haben wir das da, das da, das da. So, wir haben... Ja, Stückchen. So, Steinchen, Blättchen, Ästchen, das Zeug. So, und ihn hier. So, und jetzt geht's los.
Nein, ich muss mich richtig hinstellen, damit ich das... So, damit ich das auch alles sehe. Also alles ist gut, mir geht es um den Nebel. So, ich möchte gerne patschern. Hier, es ist 10, wir patschern bis kurz nach Mittag. So, 3. Also ich rechne nicht damit, dass ich mit dem Bären fertig werde, bevor die Zombies kommen. Das ist mir, glaube ich, gar nicht erlaubt vom Spiel her. Da, da, da. Na, was sage ich? So, bin ich gleich über den Bären gefahren. Ah, den binden wir niemanden mehr auf. So. Und wo? Ach Gott. Jetzt aber. Das sind die Böschungen. Es sind die Böschungen. Und dann fahren wir halt da vorbei. So. Sag ich doch. Es sind die Böschungen. Wahnsinn. Diese Extremböschungen. So. Das wäre es jetzt auch. Jetzt den Motor vernichten. So, da war ja in einer früheren Version. War ja ganz viel von der... Hui. Na, wir sind spät dran heute. War ja ganz viel zum Thema... So, ich laufe aber rein, weil... So, da verstecke ich mich auf meinem Bett. So, Hintergrund fürs Verstecken. Die Folge ist zu Ende. Ob der Bär noch da ist oder nicht, sehen wir gemeinsam morgen. So, ich bedanke mich fürs Dabeisein und sage Tschüss, bis morgen.